Irgendwer hat auf jeden Fall gefragt, schon fünfmal, ob ich beim Friseur war. Nico Nuevo hat auf dich reagiert, habe ich gesehen, Freunde. Meinung zu Cannabis, was ist deine Meinung zu Cannabis? Ich küsse dein Herz, oh geil, Sonne. Die haben ihn einfach zurückgesendet nach Frankfurt. Er kam nicht rein. Er hätte mir das Geld Cash gegeben, 20.000 Pesos hätte ich bekommen eigentlich von ihnen. So. Mhm. Einmal Shoutouts an Don Habibi. Don Habibi sagt, yo, Justine, hör mal auf Leon. Dann stecke ich auch manchmal den Sand dann einfach in den Kopf. So. Haut mir Sand stecken, ja, Mann. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahre am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Irgendwer hat auf jeden Fall gefragt, schon fünfmal, ob ich beim Friseur war in Mexiko. Nein, ich gehe nicht zum Friseur. Nie? Nein. Wieso? Weil irgendwann haben die mir in Deutschland mal die Haare einfach krass gestuft. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte einfach nur die Spitzen geschnitten haben. Mhm. Und dann haben die einfach meine Haare abgestuft. Dann hatte ich die Haare bis hier oben gestuft. Und seitdem gehe ich nicht mehr zum Friseur. Nur bei Freunden. Was machst du dann? Gar nichts. Was soll ich machen? Siehst ja, meine Haare. Als Frau musst du doch Spitzen schneiden und so ein Scheiß, ja, das mache ich dann mal selber so zack, zack. Man sieht ja auch, meine Haare sind jetzt nicht so krass. Also es ist alles Natur. Die Farbe ist natürlich, ne, und das schneide ich mal so ab. Also ich mache gar nichts mit meinen Haaren. Aber dafür habe ich auch keine Frisur. Also ich habe einfach nur meine Haare so. Ja, ich habe also keine Frisur. Ich habe keine richtige Frisur. Ich habe einfach nur meine Haare, der ist geil. Ich meine, es ist jetzt nichts nice geschnitten. Es würde wahrscheinlich viel cooler aussehen, wenn man ein paar Sachen reinschneidet, so, weißt du? Bisschen Volumen und so. Oder ein bisschen Pony-mäßig. Muss ich mir nochmal überlegen, ob ich das machen möchte. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Nico Nuevo hat auf dich reagiert, habe ich gesehen, Freunde. Was soll ich dazu sagen? Hast du mich korrekt auf jeden Fall. Ja, ja. Was hat er denn gemacht? Worauf hat er denn reagiert? Ich finde aber auch, deine Haare sehen so aus, als ob die gemacht sind irgendwie. Echt jetzt? Nö, ich habe die mal gewaschen. Mit den Strähnen auch und so. Gewaschen und geföhnt habe ich mal, aber so ab und zu, dann sieht das ein bisschen glatter aus. Aber ansonsten mache ich nicht viel, weil die Luftfeuchtigkeit hier, frag mal die ganzen Frauen, die nach Mexiko kommen, die Luftfeuchtigkeit versaut eh alles. Und die Farbe durch die Sonne und das Meer werden die eh trocken. Also ich nehme auch immer, was mir hilft, dass meine Haare überhaupt wachsen, weil viele fragen, warum die überhaupt wachsen können, wenn ich immer im Meer bin. Mhm. Weil ich bin ja blond, ne? Ich guck mal mehr in die Kamera, weil sonst geht der Fokus raus. Okay. Sehe ich gerade. Sorry. Ja, was ich mache, Haaröl benutzen, Freunde. Haaröl in die Spitzen immer rein. Ganz wichtig, weil sonst würden die alle abbrechen. Weil ich bin halt keine Latina. Latina-Frauen haben dicke, krasse Haare so. Aber ich bin halt Deutsche so. Ich habe so deutsche Haare und die halten ja nicht so viel Sonne und Meer aus. Echt? Ne? Ja, sind ja viel feinere. Ich habe zwar schon viele Haare, aber feine Haare. Aha. Und dunkle Frauen oder dunkelhaarige, so wie du auch, du hast ja viel stärkere Haare. Rough auch. Und curly und so. Ja, ja, ne? Und meine Versagen. Aber ich packe jeden Tag direkt Öl rein. Ja, ich auch. Ich mache auch Öl in die Spitzen. Das hilft auf jeden Fall, Haaröl. Seit wann lebst du in Mexiko? Ich seit 2015. 2015? Ja, 6 Jahre. Und ich seit Januar. 10 Monate jetzt. Krass, auch schon lange aber, ne? Die Zeit rennt. Ups. Oha, das geht echt voll schnell, ne? Ja, ich komme da gar nicht mit. Ich will eine Frage vorlesen und die schon. Meinung zu Cannabis. Was ist deine Meinung zu Cannabis? Okay, also ich selber rauche halt nicht. Ich finde es an sich okay, kommt drauf an, wie man es nutzt. Ich finde, wenn Künstler das nutzen, wie Tätowierer, die den ganzen Tag eh nur zeichnen, finde ich das irgendwie okay. Aha. Aber wenn Leute das nutzen und dann faul werden und selber sich deswegen abfacken, finde ich es nicht mehr so cool. Da muss man ein bisschen aufpassen, was ist man für ein Typ Mensch, tut einem das gut oder sollte man das, ne, machen oder lieber doch sein lassen. Ich muss sagen, ich bin kein Fan vom täglichen Konsum. Mhm. Die Dosis macht das Gift irgendwie so. Ich glaube, täglicher Konsum von irgendwas löst schnell eine Sucht aus und Süchte sind nie gut. Wenn du als Mensch denkst, dass du abhängig von irgendwas bist, dass du irgendwas brauchst, um gewisse Dinge zu tun oder dich gut zu fühlen und ohne nicht mehr leben kannst, dann bist du süchtig. Ja. Und Sucht ist auch eine Krankheit so. Und jeder, der süchtig ist, der hat halt eine Sucht, Bruder, und die sollte man eigentlich bekämpfen so. Wenn du aber dir mal ab und zu einen reinpfeifst, so zweimal die Woche, einmal die Woche oder am Wochenende oder was weiß ich, sehe ich nicht als schlimm, sehe ich auch nicht als bedenklich. Also da sehe ich Alkohol als deutlich bedenklicher. So. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Das ist meine Meinung. Du musst halt unter Kontrolle haben, ne? Das ist halt das Wichtigste, das ist das A und O. Ja. Was ich halt persönlich für mich auch selber gemerkt habe, so dass ich oft die Kontrolle darüber verloren habe, so. Ich muss selber das Ding auch kontrollieren, so. Ja. Ne? Hm. Aber ich habe keine generelle Abneigung gegen Leute, die sich mal ab und zu was gönnen. Mhm. So.
Ne? Ja. Navid aus Kiel hat Geburtstag, bitte gratulieren. Happy Birthday. Happy Birthday then, man. Navid, ich küsse dein Herz. Oh, geil, Sonne. Ja, yes. Ne, habe ich auch gerade gedacht, das ist richtig angenehm irgendwie. Es tut richtig gut. Mm. Gerade weil die Kühle hier im Raum von der Klima und dann ein bisschen Sonne. Ja, so. Digga, ich fick die Klima auch gerade. Oh, shit. Lies ruhig weiter. Okay, Justine, würdest du jemals nach Deutschland zurückziehen? Oh mein Gott, Freunde, ich habe wirklich gestern kurzzeitig überlegt, ob ich nach Deutschland gehen sollte, weil ich ja jetzt gerade den Struggle habe mit meiner Miete. Erzähl mal deinen Struggle, den du hattest. Ach, ich habe einen riesen Struggle gerade. Ich hätte eigentlich vorgestern einen Airbnb-Gast bekommen. Das war übrigens auch jemand von deiner Community. Und ich habe mit dem Max, Max heißt er, ich habe mit ihm schon gesprochen vorher. Naja, er wäre angekommen und dann auf einmal kriege ich eine Voice Note von ihm und er sagt einfach so: Hey Justine, ich bin jetzt hier am Flughafen, aber sie lassen mich nicht rein. Ich muss wieder zurück. Mm. Die haben ihn einfach zurückgesendet nach Frankfurt. Er kam nicht rein. Das heißt, für ihn tut es mir richtig krass leid. Ist wirklich total schade und traurig. Aber ist auch brutal komisch, wenn man ja, ehrlich ist, so. Weil komisch, irgendwie habe ich das noch nie gehört. Du nicht. Der Bruder war aber auch safe da, ja? Ja, und Franzi hat mir es bestätigt, die arbeitet doch im Konsulat, die kriegt doch alles mit. Mhm. Ja, das ist manchmal so. Er konnte keine Unterkunft nachweisen, weil er die noch nicht gebucht hatte bei mir. Mhm. Und er hatte einen neuen Reisepass. Und angeblich haben die deswegen irgendwie aufgemuckt. Ich habe halt das Gleiche gehabt. Ja, aber bei dir ist halt was anderes, Leon. Du wolltest ja noch nicht mal einen Weiterflug buchen und das macht auch jeder Mensch. Sonst. Ja, und habe ich nicht gebraucht, aber. Ja, aber hätte sein können, darum geht's. Und mein Reisepass war auch neu. Ja, aber du siehst ja, bei manchen klappt, das ist je nach Laune. Ich bin halt auch ein bisschen so, der war aber auch wirklich da, ne? Er war wirklich da. Ich habe das auch gehört, der war am Flug. Ich habe das, Mann, der hätte mich, also da bin ich mir eigentlich sicher, dass er nicht gelogen hat. Mhm. Und wie gesagt, es gibt ganz viele so eine Fälle. Franzi hat mir das ja bestätigt. Die kriegt alles mit, wenn sowas passiert, dass Deutsche ausgewiesen werden und so, weißt du? Okay. Ja, und mir ist es auch einmal passiert. Die hätten mich nicht in die Maschine einsteigen lassen in Deutschland, im Düsseldorfer Flughafen, hätte ich nicht einen Weiterflug gebucht. Warum? Jetzt haben wir es nämlich. Der Typ, also der Max ist gekommen mit der Fluggesellschaft. Die Fluggesellschaft muss auf deren Kosten ihn wieder zurücknehmen. Mhm. Deswegen sagt die Fluggesellschaft manchmal in Deutschland so, du musst einen Weiterflug nachweisen, weil wenn wir dich mitnehmen, Chef, und die lassen dich nicht rein, dann müssen wir dich wieder mit zurücknehmen. Und das ist so eine Garantie für die, weißt du, diesen Weiterflug. Darum geht's. Aber bei Max war halt scheiße. Und naja, Ende vom Lied ist halt krass, Mann, Alter. Ist krass. Kümmert euch darum so. Ich habe selber nie davon mitbekommen. Ich bin auch schon dreimal eingereist jetzt, habe nie Probleme gehabt. Und alle Leute, die ich kennengelernt habe in Tulum oder in Cancun oder in Playa del Carmen, ich habe sowas noch nie gehört. Aber bereitet euch halt auf so einen Scheiß vor, falls sowas passiert. So. Sicher gehen, ich glaube halt an, weiß ich nicht, Bro, wenn ich die Hand aufs Herz lege, sage ich, ist entweder menschliches Versagen von seiner Seite gewesen. Kann sein, dass er nervös war. Oder, irgendwas hat er halt vielleicht nicht gehabt oder nicht richtig dran gedacht oder irgendwie. Ja. Weil du kannst doch dann einfach ein Weiterflugticket noch buchen. Er war nervös. Pass auf, was Franzi mir gesagt hat, guck mal, Jenny wurde auch schon mal zurückgesendet nach Deutschland. Jenny, meine Freundin. Warum? Genau dasselbe. Weil sie gedacht haben, dass sie hier arbeiten wird. Sie war unsicher, sie hat auch gelogen. Was heißt gedacht? Die haben vermutet, wenn du ein Ein- und Ausreiseticket hast und sagst, ich mache Urlaub, dann schicken die dich nicht weg. Die haben Jenny weggewiesen. Sie hat gelogen, sie hat gesagt, ich besuche hier einen Facebook-Freund und so. Ja, das hat sie gesagt. Die hatte Schiss. Die können doch nicht mal Englisch am Flughafen, ja? Also ich sag euch nur, ich bin seit 6 Jahren in Mexiko, okay? Und dir ist sowas noch nie passiert? Und mir ist sowas, ich habe da gesagt, die wollten mich einmal nicht mitnehmen. Haben sich aber dann trotzdem mitgenommen. Ja, weil ich weiterflug. Aber ich meine nur, davor hatte ich auch nie einen, so 5 Jahre. Hatte nie einen Weiterflug. Was ich sagen wollte, es ist jetzt vorgekommen und das Problem ist einfach, wenn die vermuten, das hat Franz mir nur gesagt, wenn die vermuten, dass du hier arbeiten könntest, wenn die irgendwie merken, du hast einen komischen Vibe oder lügst eventuell, dann können die dich raussenden. Und die werden immer komischer gerade. Ja? Vielleicht wegen Corona dann auch, ne? Irgendwie ist es komisch, Mann. Mhm. Also, mich macht das auch ein bisschen nervös, muss ich ehrlich sagen. Allein, guck mal, meine Freundin damals, die hat einen Hund gehabt und eine Wohnung und alles. Stell dir vor, die will einfach zurückfliegen und kommt nicht rein, so. Das ist halt krass. Ja, ich bin, wie gesagt. Du musst da mit einem Anwalt ran, ne? Ja, dass sie wieder reinreisen können. Aber die Mexikaner sind eigentlich voll, die juckt sowas überhaupt nicht. Ja, deine Erfahrungen, Leon, aber es gibt auch andere. Ich meine, die ganzen, du siehst ja dann diese, das sind ja dann 10 Schalter so, wo die Leute dann abstempeln und die Einreise halt in Mexiko, Cancun, kennst du ja selber so.
Manchmal fragen die mich aber auch krass aus. Ich sag immer ganz easy, ich wohne hier, ich habe hier meine Wohnung, die ich anmiete und ich lebe hier seit Jahren, aber ich verdiene mein Geld in Europa. Das sag ich. Das ist alles, was sie wissen wollen. Schön, dass du dein Geld woanders verdienst und hier ausgibst. Mhm. So. Okay, aber erzähl mal dann den Struggle. Der Struggle war dann halt, der wollte halt für 2 Monate eigentlich hier bleiben, genau, oder so, ne? Genau, bis zum 4. Dezember, er hätte mir das Geld Cash gegeben, 20.000 Pesos hätte ich bekommen eigentlich von ihnen. So. Mhm. Oder Minimum erstmal für einen Monat 10.000. Mhm. Das ist meine komplette Miete. Mhm. Weg halt, habe ich jetzt nicht. Ja, das heißt, das Geld fehlt mir einfach so von heute auf morgen. Und ich kriege auch gerade komischerweise keine neuen Buchungen. Keine Buchung rein? Ich weiß nicht, was los ist mit Airbnb gerade. Ich habe die Preise sogar runtergesetzt, ne? Mm. Keine Ahnung. Ja, jetzt fehlt mir das Geld und deswegen bin ich am Struggle. Gestern haben mir Leute Geld gespendet beim Stream. Das fand ich mega. Nochmal, falls irgendwer gerade hier ist, Dankeschön dafür. Die haben mir 3 Leute haben mir 10 Euro gespendet. Das fand ich voll, das war für mich ein Erfolgserlebnis. So, wenn du durchziehen würdest, jeden Tag live gehen würdest, Vlogs raushauen würdest und da durchziehst, Digga, so, dann kannst du das ausgleichen. Ja. So viel ist es nicht. Du hast einen Monat Zeit, dir jeden Tag einen Arsch aufzureißen, dass du am Ende Monat genug hast für die Miete, so, weißt du? Und ich sage dir, du siehst es ja selber gerade so, wenn du es machst, das geht schnell. Ja. Das kann innerhalb von 1-2 Monaten so sein, dass du damit deine Miete bezahlen kannst, wenn du wirklich Gas gibst. Das ja, normal. Krass halt. Ja, ich muss halt gucken. Das geht. Ich bin halt easy. Ich bin kein Partner bei YouTube, aber... Ich weiß, aber das musst du halt erreichen, indem du halt Content machst. Wiedergabezeiten brauche ich. Stundenlang ja. online bist, Videos hochlädst. Aus den Videos vom Stream nochmal Highlight-Videos machst, die 20 Minuten gehen, ist auch wieder Watchtime. Aber das ist ja dann doppelt gemobbt, oder? Ist ja egal, das juckt die doch nicht. Das ist ein neues Video. Okay. Aber mit der schlechten Qualität und alles, ja? Aber, merkt ihr schon, ne? Ich frage ihn. Ich will es einfach nur wissen, weil ich, guck mal, du bist da voll drin, er steckt in diesem... Einmal Shoutouts an Don Habibi. Don Habibi sagt, yo, Justine, hör mal auf Leon. Ey, ich höre schon, aber das Ding ist, weißt du, die sitzen da, die Leute zu Hause, die wissen nicht, wie das ist, weißt du, wenn man in einer anderen Haut steckt, manche Leute strugglen einfach mit gewissen Dingen, ja, ja, und dass ich zum Beispiel, ich verstehe das, dass es nicht für jeden Mann, so einfach ist. Mann, das war jetzt nicht persönlich gemeint. Ja, aber ich meine nur so allgemein auch, weißt du, weil die Leute erzählen auch immer viel, wenn der Tag lang ist. So. Ich kann es halt nicht als Mensch nicht nachvollziehen, so, weil wenn du Struggle hast, dann musst du den Arsch aufreißen. Du bist so. Aber auch, guck dich an, deswegen bist du auch da, wo du bist und ich nicht ja, da, aber, wo du guck mal, wo bist, ich gerade bin, aber ich bin gerade nirgendwo, weißt du, ich meine so, ich komme wieder von nix, mir wurde alles weggenommen, so, weißt du. Du hast die wie aufgebaut. Noch nicht, nee. Ich hau jeden Tag Videos raus, die nicht mal ein Zehntel von der Reichweite oder nicht mal ein Hundertstel von der Reichweite kriegen, die ich damals hatte. Ich mach trotzdem weiter so. Genau, deswegen, das unterscheidet uns, Leon. Wenn ich wäre wie du, dann wäre ich jetzt die heftigste ever so. Dann wäre ich jetzt so ganz, ich hätte schon damals, wo ich das erste Mal ins Ausland bin, angefangen, hätte ich damals angefangen, wäre ich jetzt auch krass so. Aber ich bin halt nicht du und ich muss halt so werden. Aber jeder hat sein eigenes Tempo. Müssen tust du gar nichts. Du musst halt auf dein Gefühl hören und gucken. Ob das passt auch, weißt du, wie ich meine? Ja, na klar, aber ich will das ja irgendwo, sonst wären wir gar nicht jetzt an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, so. Mhm. Wir sind jetzt nicht einfach zufällig hier und reden darüber. Ja, ja. Weißt du, wie ich meine? 600 Zuschauer, ich küsse euer Herz, man. Wow, das ist voll viel. Dabei ist alles, Motherfucker. Oh, guck mal, wie ihr sagt, wie süß. Lasst mal Liebe verteilen und einfach Justine abonnieren. Ja, Mann. Ja. Geht mal auf meinen Kanal und abonniert mich mal gerne. Und streamt mal gerne die Videos durch nachts, so wenn ihr pennt, weil dann habe ich die Wiedergabezeiten vielleicht. Ja. Das habe ich bei dir letztens mal gemacht, habe ich mal einfach so einen ganzen Tag laufen lassen. Wo ich dann wiedergekommen bin, liefen immer noch Videos von dir, weil dann wahrscheinlich eins weiterempfohlen wurde, immer das nächste. Ja, ne? Mann. Aber geht mal rein hier auf den Kanal auf jeden Fall. Ja, das hilft. Einfach mal ein Video durchstreamen lassen, zum Beispiel nachts oder so. Ja, auch Songs von mir. Gerne. Ja, genau. Genau, mach das mal gerne bei Leon. Und wenn ihr dann nein, auch... Nein, nein, lass das mal so. Ich habe gerade... meine nächste Miete liegt da im Schrank. So. Ich bin halt so, ich kann nicht. Weißt du, ich meine so, ich muss irgendwie... Da ist noch ein bisschen der Deutsche bei mir drin. So. Ja, ja, klar. So, dieses so... Ich könnte nicht entspannen, wenn ich nicht wüsste, ich habe die nächste Miete schon da liegen. So. Ja, für mich ist es normal Zustand geworden mit den Jahren. Ja, ja. Das ist halt, aber es ist auch nicht mehr cool. Das habe ich auch gesagt jetzt. Ne? Ich habe das jetzt schon so oft gesagt, dass ich das halt nicht mehr möchte. Und deswegen sitzen wir jetzt auch hier, wo wir sitzen. So. Weil wenn ich das noch wollen würde, würde ich jetzt auch was anderes machen. Voll. Weißt du, wäre ich jetzt in Kalifornien oder so. Elvin, was geht bei dir ab, Bro? Ich habe gerade eben 100-mal den Link von Justins Kanal reingechattet, Alter. Und jetzt schreibt er... Wie heißt der Kanal von Justine? Lost? Scroll ein bisschen hoch, Bruder. Komm, hier, einer für dich noch.
Wo kann man für Justine spenden? Ach so, das könnt ihr übrigens, wenn ihr möchtet, auf mein PayPal machen. Mein PayPal ist auch verlinkt. Bei Instagram verlinkt. Und in meinen letzten Videos, in den letzten beiden auf meinem YouTube-Kanal, ist auch mein PayPal verlinkt. Also, wenn es wirklich jemand machen möchte, ich will jetzt hier, also ich erwarte das nicht oder so, ne? Ist jetzt nur so nebenbei gesagt. Ich küsse dein Herz. Einer hat gerade gefragt, wann das nächste Mal Musik von mir kommt. Frage, das halt, die kommt immer wieder, aber die Leute verstehen halt auch nicht, wie schwer es gerade für mich ist, ohne richtigen, weißt du, ich will halt irgendwie finanziell wieder ein bisschen freier zu sein, also sein gerade, deswegen hau ich jeden Tag auf dem zweiten Kanal ein Video raus, deswegen mache ich zweimal die Woche auf dem Hauptkanal ein Video mit wenig Reichweite, nicht mehr die Reichweite wie vorher und versuche halt so viel Geld zu verdienen, dass ich wenigstens aus den Kopfschmerzereien rauskomme, die ich gerade habe, so, meine Schulden in Deutschland abbezahle und dass ich dann auch wieder einen guten Vibe und eine gute Energie habe, Digga. Wenn ich jeden Morgen aufstehe und ich stehe jeden Morgen auf und denke an den scheiß Struggle, den ich habe, so, dass ich nicht richtig frei bin, so, und dann ist es voll schwer, Musik zu machen, so. Also übelst schwer, ich muss in einem guten Vibe sein, ich muss mich gut fühlen, alles muss nice sein, also nicht alles, aber es darf nicht dieser grundsätzliche Struggle sein, dass ich nicht weiß, wie es nächsten Monat oder nächste Woche weitergeht, Digga. Wenn ich das vor Augen habe, dann fällt es mir brutal schwer. Ja, es fällt mir brutal schwer, vibe-mäßig meine Musik weiterzumachen. So, weißt du, wie ich meine? So. Und dann kam noch dazu, dass mein Laptop kaputt gegangen ist. Ich habe keinen Laptop dann gehabt, voll traurig, weil da waren noch Songs drauf von mir, an denen ich gerade gearbeitet habe, wo dann alle Spuren auf einmal weg sind. So, dann musst du dir einen neuen MacBook kaufen. Mann, Digga, dann weißt du nicht, wo du nächsten Monat noch lebst und wo du hingehst, was du machen willst. Ist halt echt nicht einfach, in so einem Vibe, in so einem Modus, wo ich jetzt gerade bin, neue Songs aufzunehmen. Aber ich muss sagen, ich habe vorgestern mal wieder ein bisschen was ausgecheckt, so. Aus dem deutschen Bereich und auch aus dem internationalen Bereich und ich höre mir das an und ich denke mir, ich bin besser, jo. Und das motiviert mich dann so. Also ich habe gerade wieder schon so ein bisschen das Gefühl, dass bald vielleicht mal so musikmäßig, dass ich mich bald mal wieder ans Mic mache, so. Ja. Das kann ich euch nur dazu sagen. So, was soll ich dir sagen? So ist es halt. Auf jeden Fall habe ich einen Song hätte ich eigentlich schon ready und den wollte ich eigentlich auch raushauen. Aber dann gab es irgendwie Probleme mit Mix und Master irgendwas und dann hat es wieder nicht funktioniert und dann, manchmal lasse ich mich dann davon auch, gerade bei Musik, weil da bin ich, so wie du bei YouTube, bei Musik bin ich noch nicht so tief drin. Und wenn dann harte Struggles kommen mit irgendwelchen Mastern und Produzenten und irgendwas, dann stecke ich auch manchmal den Sand dann einfach in den Kopf so, denke mir dann so, scheiße, so, weißt du, soll vielleicht jetzt gerade nicht sein, so. Sand in den Kopf, ah, hab ich Sand in den Kopf gesagt? Stecke ich den Sand in den Kopf? Na, Mann. Haut's mir Sand stecken, ja, Mann. Oh, Mann. Auf jeden Fall. Ja, aber ich verstehe das, was du sagst, auf jeden Fall. Sehr gut. Crackies von gegenüber wissen jetzt, dass sie in Leons Schrank die nächsten Rocks finden. Ich küsse dein Herz. Da ist Son Wukong wieder. Kennst du ihn noch? Ja. Son Wukong, klaro. What's going on here, man? War der bei dir auch dabei, Mann? Nee. Im Stream? Nee, nee. Oh shit, man. Auf jeden Fall, ich küsse dein Herz, Bruder. Das werden die schon nicht sehen, den Livestream hier. Naja, ist auch nicht so einfach, wenn man, wie gesagt, selber drin steckt. Ne? Und die Leute vergleichen mich jetzt auch mit dir zum Beispiel. Ich bin ja auch nicht so erfahren wie ein Leon. Der macht das seit Jahren hauptberuflich so. Mhm. Das ist ja voll dein Ding. Du bist Profi und ich bin so Beginner-mäßig, ne? Mäßig. Ja. Hast du keine Sponsoren mehr? Doch, Sek Plus ist noch da, aber die haben ja auch jetzt zum Ende des Jahres quasi gekündigt und so. Also bis zum Ende des Jahres brauche ich da auf jeden Fall einen Ersatz und wenn ich bis dahin keinen Ersatz habe, dann muss ich halt, die YouTube-Sache muss auf so einem Level sein, dass ich halt davon leben kann, vernünftig so. Das ist auch möglich, wenn ich weiter so Gas gebe, dann ist es auch möglich auf jeden Fall mit Miete etc. Dann wird der Lebensstandard halt ein bisschen runtergeschraubt an der Stelle, wenn Sek Plus wegfällt, aber ja, vielleicht finde ich auch bis dahin einen neuen einfach. Mhm. Was für Schulden hast du denn? Ah, Bro, habe ich schon oft drüber geredet. Muss man jetzt nicht nochmal hier breittreten. Ich will auch kein Mitleid oder so krass dafür haben. Es ist einfach, wie es ist und ich kämpfe mich da selber wieder raus. Mhm. Ich habe halt die ersten Jahre, wo ich mit YouTube angefangen habe, keinen wirklichen Wert darauf gelegt, wie es businesstechnisch läuft halt. Weißt du? Mit Finanzen, mit dies, mit das. Und das war halt ein Riesenfehler so. Mhm. Abgeschnitten, ne?